Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der Charakter, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist kein geringerer als Stealth Black alias Sobermask. Er gehört der Klasse der Runner an und dem grünen Element, was ihm stark im Angriff gegen blaue Elemente und schwach in der Verteidigung gegen rote Elemente macht. Anfänglich hatte ich wirklich nicht vor, Stealth Black großartig zu leveln. Doch mit jeder Runde mehr, die er mir den Sieg gebracht hat, und das auch noch mit einer Rekordanzahl von Flaggen, wurde mir klar, wie sehr ich diesen Charakter unterschätzt hatte. Eine weitere zu frühe Fehleinschätzung meinerseits war das Potenzial seines Angriffs und seiner kritischen Treffer. Lasst uns die Fähigkeiten von Stealth Black mal näher ansehen. Sein Skill 1 Stealth. 10 Sekunden unsichtbar und das auch auf der Karte, sprich ihr könnt an den Gegnern vorbeilaufen und auch auf der Minimap seid ihr nicht zu erkennen. Skill 2 Shooting Star Super Kick. Mit dieser Long Range Attacke könnt ihr den Gegner aus sicherer Distanz an und wenn es gut geht auch direkt ausnocken. Ein weiterer Vorteil dieser Attacke ist, man kann sie direkt am Rundenstart in die Richtung der ersten Flagge lenken und sich somit einen Vorteil gegenüber seinen Teamkameraden verschaffen. Kommen wir zu den Traits. Der Character Trait an sich ist ziemlich nützlich. Ihr startet die Runde mit einem 10% Schild aus eurer Gesamt-HP. Zusätzlich könnt ihr die ersten Schläge damit wegtanken und der Stagger-Effekt wird negiert. Und mit dem Trade 1 geht's dann gleich richtig weiter. Der Runner hat an sich schon die Fähigkeit, Flaggen etwas schneller einzunehmen. Und durch den Trade 1 minimiert sich diese Zeit nochmal um 50%. Wenn ihr die Flagge erfolgreich erobert habt, wird sich euer Schild um 50% regenerieren, sofern ihr vorhinein von einem Gegner Schaden genommen habt. Wie praktisch der Trade 2 ist, der euch nach einem Perfect Dodge 5 Sekunden unsichtbar macht, sehen wir uns dann in der Runde an. Weiters, wenn ihr mit den Treasuren in der Defensive seid, lädt sich der Skill 1 auch doppelt so schnell wieder auf. Was die Medaillen angeht, habe ich versucht, die Tags maximal auszunutzen und die Basiswerte von Stealth Black relativ gleichmäßig anzuheben. Zum gesamten Thema Medaillen werde ich später noch ein eigenes Video machen, denn ich hatte anfänglich unterschätzt, wie wichtig Medaillen für die einzelnen Charakterboosts sind und auf was man alles achten muss, wenn man sie anlegt. Mir war wichtig, dass ich die an sich schon hohe Capture-Geschwindigkeit noch einmal boosten kann und mit diesem Medal-Set konnte ich das gleich nochmal mit 20% verstärken. Die Cooldown-Zeiten von Skill 1 und Skill 2 wurden auch großzügig reduziert. Plus muss ich sagen, meiner Meinung nach ist dieses Medal-Set schon ziemlich perfekt, da man die Tags fast maximal ausgeschöpft hat. Also mir sind nicht viele Szenarien bekannt, in denen man noch mehr aus diesen Medaillen rausholen könnte. So, ich glaube das war genug Theorie, jetzt lassen wir Taten folgen. Auf in die Schlacht! So, und wir beginnen, wie ich es vorher schon gesagt habe, Shooting Star Super Kick direkt in die Richtung der ersten Flagge und das mit einem großzügigen Vorteil gegenüber seiner Teamkameraden. Ich habe mir mit Stealth Black schon eine richtig angenehme Routine angeeignet und mittlerweile bin ich wirklich ein Fan dieses Charakters. Ich würde jedem empfehlen, diesem Charakter wirklich eine faire Chance zu geben, denn auch ich bin über meinen Schatten gesprungen. Mit Geschwindigkeit kann er einfach so schnell punkten und man rusht wirklich von einer Flagge zur anderen. Der Stealth-Modus wie hier, habt ihr gesehen, wir haben einen Hit abbekommen, doch durch das 10% Schild haben wir den weggetankt und konnten gleich direkt einen K.O. machen. Jetzt achtet darauf, dass nach dem Erobern der Flagge sich das Schild um 50% wieder erholt hat. Sprich nach zwei Flaggen haben wir wieder unsere vollständige Schildstärke zurück. Immer den gelben Balken oberhalb der Health Points im Auge behalten. Ich muss euch sagen, es ist die Runde zu Runde immer besser geworden, da sich die Anzahl der eroberten Flaggen einfach mit keinem anderen Charakter bis jetzt konkurrieren lassen. Man kann wirklich den Gegnern so eine Hacke schlagen und es macht einfach so einen Spaß. Mit diesem Stealth-Modus könnt ihr euch auch den Flaggen nähern und sie unbeobachtet einnehmen, sprich Gegner sehen in die Richtung, der Balken der Flagge nimmt zwar ab, aber sie erkennen keinen Gegner und das ist der ultimative Vorteil.
Ein weiterer Bonus des Shooting Star Soba Kick, wie hier gesehen, ist, ihr könnt den Gegner attackieren und mit dem Kick schleudert ihr ihn weg. Ihr macht euch unsichtbar, nehmt ungesehen die Flagge ein und seid schon wieder auf dem Weg zum nächsten Ziel. Ich rate euch auch, wie in diesem Fall, wenn ihr das Umfeld über die Minimap gecheckt habt und es sind keine Feinde in der Nähe, euch den Stealth Mode aufzusparen. So wie in diesem Fall. Aber leider von mir zu spät aktiviert, aber die Flucht nach unten ist immer möglich. Was uns in dieser Situation aber gerettet hat, war das Zusatzschild. Wir haben die Schläge wegtanken können, ohne Schaden zu nehmen, und nachdem wir eine Flagge einnehmen, wird sich das wieder auffüllen, wie in den Fällen davor gezeigt. Die Runde geht jetzt noch munter so weiter und wir rushen von einer Flagge zur anderen. Deswegen lasst uns ein wenig vorspulen. Dieses Ergebnis sollte man für sich selbst sprechen lassen. 9 eroberte Flaggen und 3 K.O.s. Ich glaube, mit 9 Flaggen in einer Runde spricht Sobermask für seine Qualität. Ich kann wie gesagt nur empfehlen, diesen Bonus wirklich auszunutzen. Mit den K.O.s möchte ich auch gleich auf die positiven Eigenschaften seiner Attacker-Fähigkeit zu sprechen kommen. Wie hier. Ihr geht in Stealth-Modus, er erkennt, dass ein Gegner in der Nähe ist, der schon ziemlich angeschlagen ist, und ihr finisht ihn einfach mit dem Shooting Star Soba Kick ab. Und das kann man hier, wie ihr seht, mehrfach und ziemlich unkompliziert wiederholen. So Freunde, das war's wieder für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.